Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Book Nerd Game. Falls ihr Teil 1 verpasst habt, lasse ich euch das natürlich gerne nochmal oben, da bei diesem komischen i, und unten in der Infobox. Denn dieses Spiel hat die liebe Anka von Ankas Geblubber ins Leben gerufen. Und es ist so eine Art Kiss, Marry, Kill, nur mit anderen Kategorien, die mir in Teil 1 gegen Ende auch ein bisschen schwer gefallen sind. Die erste Kategorie ist nämlich, dieses Buch möchte ich aus allen Regalen verbannen. Also das hat es nie gegeben, hat nie irgendeiner gelesen. Die zweite Kategorie ist, dieser Person, also mit dieser Hauptperson möchte ich die Rollen tauschen, die Leben, also ich wandere quasi in dieses Buch. Und die dritte Kategorie ist, dieses Buch ist das einzige, das ich auf eine einsame Insel mitnehmen darf. Ja, Regeln kurz erklärt, und ich habe mir ja noch vom letzten Mal die Bücher auf meinen, ja, auf so Zettel geschrieben und das hier reingepackt. Und da sind ja ein paar übrig geblieben, deswegen dachte ich mir, heute gibt's mal Teil 2 und ich bin schon sehr gespannt, was hier noch für Bücher drin sind. Dann ziehen wir jetzt mal wieder 3 Bücher und gucken, was uns dieses Mal erwartet. Wir haben einmal Rubinrot, dann Lockwood und Co. Geht schon gut los hier. Und Selection, yay! Ja, das Ganze finde ich jetzt schon gar nicht so einfach. Rubinrot liebe ich einfach. Die ganze Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier hat mich eigentlich wieder erneut zum Lesen gebracht. Und ja, hier sind viele Zeitreisen, die ich eigentlich sehr toll finde. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht gerne in Rubinrot leben würde. Selection fand ich aber auch sehr spannend. Das ist ja so eine Art der Bachelor, wo der Prinz sich durch so eine Fernsehcasting-Show seine neue Ehefrau suchen muss. Und ja, ich habe die ersten 3 Teile gelesen und die fand ich eigentlich echt nett. Aber will ich in so einer Fernsehshow leben? Beziehungsweise das hier ist ja auch wie so eine Art Kastensystem aufgebaut in der Welt, dass es halt Leute gibt, die es nicht so gut haben, nur weil sie da in dieser Gruppe wohnen, geboren sind. Ja, ich weiß nicht so recht. Und Lockwood und Co. finde ich eigentlich auch voll eine tolle Buchreihe, aber möchte ich darin leben, ist die Frage. Denn hier in dieser Welt gibt es Geister und die können nur Kinder sehen. Und deswegen gibt es ja Lockwood und Co., diese Agentur, und die fangen diese Geister dann oder versuchen sie halt von den Orten zu locken. Und ich weiß genau, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo Geister sind, die ich persönlich gar nicht mehr sehen kann, da ich kein Kind mehr bin. Ja, also ich glaube, hier in der Welt zu leben, fällt schon mal komplett raus. Aber will ich das aus allen Köpfen verbannen? Denn eigentlich mag ich das total gerne. So, ich habe mich entschieden, dass ich auf jeden Fall mit Gwendolyn die Rollen tauschen will. Ich meine, auch sie hat einige Aufgaben hier zu bewältigen. Aber ich fand einfach das mit den Zeitreisen total toll. Und das ist ja auch genau meins. Ich glaube, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Dann werde ich leider Gottes Selection aus allen Bücherregalen verbannen. Und das tut mir auch weh, weil ich finde, die beiden sind ziemlich gleich auf. Aber ich möchte lieber Lockwood und Co. auf einer einsamen Insel mitnehmen, weil ich glaube, da habe ich A, ein paar mehr Seiten und B, auch ein bisschen mehr Spaß und irgendwie passt es auch auf eine einsame Insel. Ja, es tut mir sehr leid für Selection, wirklich. Es ist nicht, weil ich es nicht mochte, sondern einfach nur, weil ich mich ja für irgendeins entscheiden muss. Ja, und mit Lockwood und Co. gehe ich dann auf die Insel. Ja, man sieht schon, leicht ist das wahrhaftig nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was Runde 2 uns bringt. Auf jeden Fall ein Zettel, der sich mit einem anderen Zettel verhaken wollte. So. Oh, das sind 2, aber ich habe jetzt nicht rein. Ich konnte jetzt nicht sehen. Ich habe hier Catching Beauty. Dann Emily Bones. Und Eden Academy. Sehr bunte Mischung, ehrlich. Ich glaube, in der Kategorie gerade kannte wahrscheinlich jeder jedes Buch gefühlt oder zumindest schon davon gehört. Ich habe das Gefühl, bei der Runde jetzt, das sind so alles Bücher, die ich tatsächlich mochte. Ich würde sagen, mal so ein paar Geheimtipps auch von mir. Fangen wir mit Emily Bones an, Die Stadt der Geister. Das ist ein Buch von Gesa Schwarz, was ich optisch schon richtig Bombe finde. Also ich finde es richtig genial. Und hier geht es halt um Emily und die stirbt einfach. Also die wurde umgebracht.
und wacht dann als Geist auf so einem Friedhof auf, wo auch Geister, andere Tote und irgendwelche Wesen sind. Werwölfe, Skelette, alles Mögliche. Und sie versucht sich halt zu rächen und wieder ihr altes Leben wieder zu bekommen. Ich glaube, das ist jetzt kein unbedingt toller Ort, um da zu leben, denn das heißt, ich wäre tot. Ja. Und habe ich da Bock drauf? Wahrscheinlich eher weniger. Legen wir das erstmal zur Seite und gucken uns mal die anderen an. Eden Academy. Eden Academy finde ich ja auch total toll. Das ist ja schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Aber hier geht es ja um Rory und sie hat eine Zusage für die Eden Academy, die total toll sein soll. Nur dieses Internat birgt auch einige Geheimnisse und ja, da muss Rory halt durch. Finde ich schon spannender, aber auch sehr actiongeladen und ja, würde ich darin leben wollen? Ich weiß es nicht. Hätte ich Lust für ewig Eden Academy zu lesen? Ich war schon fast dafür, dass ich das wahrscheinlich verbannen würde. Oh Gott, auch wenn es mir das Herz bricht. Wir haben aber auch einen Dark Romance Roman, nämlich Catching Beauty. Und das, ich liebe dieses Buch. Da geht es um Ember und Ember, die wird entführt in Mexiko und wird dann, ja, landet dann bei einem Menschenhändlerring. Und da wird sie irgendwann wieder raus befreit. Aber bei den Leuten weiß sie auch überhaupt nicht, kann man denen trauen, sind das gute Menschen, sind das böse Menschen. Auf jeden Fall fand ich es schon cool. Also klar, auf der einen Seite würde ich mir denken, ich würde total gerne mit Ember das Leben tauschen. Weil Leute, ganz ehrlich, die hat schon geilen Sex und im Endeffekt findet sie da auch vielleicht noch mehr als nur das. Aber auf der anderen Seite ist hier so viel Kriminalität, ich habe keine Lust, das durchzumachen, was Ember durchmacht. Ganz ehrlich, nein, möchte ich nicht. Auf keinen Fall. Okay, machen wir das so. Ich nehme Catching Beauty mit auf eine einsame Insel, weil dieses Buch mich einfach mega gefesselt hat und ich das so cool finde. Eden Academy verbannen wir jetzt mal aus den Köpfen von allen Menschen und aus allen Regalen. Ja, einfach weil ich mir jetzt doch gerade überlegt habe, dass ich gerne auf dem Friedhof sein würde. Ich wäre zwar tot, es wäre wahrscheinlich ein bisschen deprimierend, aber irgendwie finde ich das auch sehr spannend hier, eben wegen diesen ganzen Irrlichtern und keine Ahnung, was dann noch so für Gestalten rumwandern. Wäre mal was anderes. Klingt nach Spaß, auch wenn ich tot bin. Aber wie gesagt, alle drei Bücher fand ich großartig. Ich glaube, die haben auch alle so 5 bis 4 Sterne bekommen. Keins wurde schlechter bewertet. Also falls ihr mal Bock auf diese Bücher habt, ich verlinke sowieso alle Buchbesprechungen unten in der Infobox oder holt euch wirklich diese Bücher mal und schaut sie euch an, weil die sind ja nicht ganz so gehypt wie zum Beispiel die Reihe davor. So, Runde Nummer 3. Sind immer noch so viele Zettel drin. So. Ich habe einmal Hardwired, dann Winterzauber in Paris und die Insel der besonderen Kinder. Dieses Buch verfolgt mich irgendwie in der letzten Zeit. Diese Kombi ist wirklich fies, denn ich würde in allen drei Büchern würde ich leben wollen. Ich würde mit allen Personen die Rollen tauschen. Deswegen, boah, fällt mir das gerade richtig schwer. Kurz zu den Büchern. In Winterzauber in Paris geht es um Ava und ihre beste Freundin, die genau zur richtigen Zeit in Paris sind. Der erste Schnee fällt, sie können sich Pain au Chocolat holen. Und dann trifft sie auf den Fotografen Julien, ja, mit dem sie da so ein bisschen anbandelt. Ich fand, das Buch war richtig süß, es ist mega schön, es war für die Winterzeit genau das Richtige, auch wenn ich es gegen Ende dann auf einmal so ein bisschen zu kitschig für meinen Geschmack fand. Aber nichtsdestotrotz fand ich das Buch echt toll. Ich meine, bei Hardwired muss ich, glaube ich, gar nicht sagen, das war so eine Achterbahnfahrt. Ich mochte den ersten sehr gerne, da geht es um Erica und Blake. So eine typische, er ist reich und dominant und sie, ja, trifft halt auf ihn. Erica hat nämlich so ein kleines Startup-Unternehmen und sucht Investoren und Blake trifft sie daraufhin und die beiden, ja, die kommen sich auch so noch näher und bei denen knistert das gewaltig. Ich würde voll gerne hier drin leben, weil, gut, hier passieren noch viele Scheißsachen, wenn ich jetzt mal so recht überlege. Aber die Grundstory im Endeffekt fand ich Blake schon heiß und ich würde ihm wahrscheinlich auch sehr oft Paroli bieten noch, das, ja. Aber heiß, heiß, Leute, heiß.
Und zum Schluss die Insel der besonderen Kinder, wo auf dieser Insel besondere Kinder leben. Und Jacob findet das heraus, weil sein Großvater hat immer davon erzählt, aber er hat das nie glauben wollen. Nur gibt es halt auch ein paar Monster, die eben genau auf die es auf diese Kinder abgesehen haben. Fände ich aber auch sehr spannend, bei denen zu leben. Das ist jetzt echt hart. Auch wenn das ja sehr wahllos ist und es mir irgendwie leid tut und ich hier gefühlt noch 30 Mal hin und her switchen würde, ich entscheide mich jetzt einfach dafür, dass ich die Insel der besonderen Kinder mit auf eine einsame Insel nehme. Ich glaube, der Name, der bietet sich schon an. Das Buch ist spannend, ich finde es toll. Hardwired werde ich aus allen Regalen verbannen. Es tut mir fürchterlich leid. Nicht alle Teile dieser Reihe waren stark. Es wurde irgendwann auch mal wieder richtig schlimm, wo ich dachte, oh mein Gott, wie kann diese Reihe nur so grottig werden? Dann wurde sie aber auch wieder besser, also es ist echt ein Mischmasch. Aber ich habe jetzt einfach gedacht, komm, nein, denn ganz ehrlich, mein Herz schlägt für Paris. Ich wollte immer schon nach Paris und gerade hier im Winter und wenn sie dann auf Julien trifft, ja, da möchte ich schon gerne sein. Da tausche ich auf jeden Fall mit Eva den Platz. So, ein paar haben wir noch, aber ich mache jetzt, glaube ich, die letzte Runde. Und mal gucken, was da für drei Büchlein rauskommen. Gott, ich könnte echt noch eine fünfte machen, aber ich will nicht, dass das Video so 10 Jahre lang geht. Wir haben Ewig Dein. Dann Elfenkrone. Und Für Immer Blue. Oh mein Gott. Toll. Das Problem, was ich gerade hatte, dass ich gefühlt in allen Welten leben wollen würde, habe ich hier genau umgekehrt. Ich habe überhaupt keinen Bock, in einer von diesen Welten zu leben. Okay, starten wir mit Ewig Dein. Hier geht es um Josie und ja, Josie wohnt auf einem, was ist denn das? Ist das ein Bauern? Nee, ist kein richtiger. So ein Gestüt, ich habe keine Ahnung. Eine Pferderanch, toll. Und sie trifft hier auf einen Typen, der von so einem Yovama-Stamm ist, aber wir sind jetzt hier in Amerika, wo es halt noch diese ja, Indianerstämme gibt. Und die beiden kommen sich hier näher und er hat wohl ein ganz seltsames Geheimnis. Ich fand dieses Buch eigentlich richtig gut. Ich finde es ein bisschen was für Jüngere, aber trotzdem hat es mir richtig gut gefallen. Ich weiß noch nicht, ob ich auf einer Pferderanch leben möchte mit ja, diesem übernatürlichen Zeug, was hier noch ist. Ja, Für Immer Blue hat mir jetzt auch nicht ganz so gut gefallen. Das war ja, ja, da haben so viele von geschwärmt, aber irgendwie war ich da raus. Weil hier geht es einfach um das Leben von Blue. Blue hatte es nicht leicht, sie kleidet sich anders, sie ist ein bisschen rebellischer und aufmüpfiger und wir verfolgen halt ihr Leben, wie es mit ihr weitergeht. Und ja, ihr Lehrer hilft ihr sehr, sehr, sehr. Sehr, 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 ihr versteht schon. Aber irgendwie, ja, war mir das einfach too much. Hier ist einfach viel zu viel passiert, viel zu viel Schicksal, viel zu viel, too much einfach. Also ich glaube, ganz ehrlich, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Dieses Buch verbanne ich sofort aus allen Regalen. Sorry, wenn euch Für Immer Blue total gefallen hat, aber nein. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken, von den drei Büchern verbanne ich das sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, dann haben wir noch Elfenkrone. Hier geht es um Jude, die ein Mensch ist, die in der Elfenwelt lebt. Und da hat sie es als Mensch nicht wirklich leicht und bei diesem ganzen Königshaus gibt es auch noch Reibereien und Jude hängt irgendwie überall mit drin. Und deswegen weiß ich jetzt schon, dass ich hier auf keinen Fall leben möchte. Ich meine, ich liebe diese Reihe. Ich warte jetzt schon abgöttisch auf Band 3. Aber hallo, Jude, was Jude alles passiert, nur weil sie ein Mensch ist, da möchte ich nicht in dieser Elfenwelt leben. Ich glaube, da bin ich raus. Das lese ich lieber, deswegen nehme ich das mit auf eine einsame Insel. Was bedeutet, ich werde doch als Josie auf dieser Pferderanch leben. Ich meine, hier passieren zwar auch sehr komische Sachen, aber das gefällt mir immer noch besser als das Leben von Jude zu haben als Elfe, als Mensch in der Elfenwelt oder als Blue. Das ist mir zu viel Drama. Das tue ich mir nicht an, wirklich nicht. Ach komm, Leute, machen wir noch einen. Einen machen wir noch. Macht das einfach viel zu viel Spaß. Ich habe noch so viele Bücher zur Auswahl. Aber ich glaube jetzt nicht, dass hier so viel drin ist, dass ich noch einen dritten Teil jetzt in nächster Zeit machen möchte. So, wir haben noch, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Oh verdammt, das waren schon wieder zwei, ich habe nichts gesehen. Elanus, hoho. Und letztendlich sind wir dem Universum egal. Gleiches Problem wie vorhin. Oh mein Gott, in welcher Welt
möchte ich da bitte leben? Alles nicht so geil jetzt, ne? Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Buch fand ich ganz nett, aber nicht, ja, ich möchte da nicht leben, ich will da einfach nicht leben. Hier geht es um Samantha und die hat einen Autounfall mit ihren Freundinnen und plötzlich erlebt sie genau den gleichen Tag nochmal, so wie und täglich grüßt das Murmeltier. Nur, dass sie einfach jeden Tag stirbt. Also jedes Mal, wenn sie irgendwas versucht, wacht sie trotzdem am nächsten Tag wieder in ihrem Bett auf und erlebt alles von vorne. Und ganz ehrlich, ich fand diese Mädels hier, ihre Freundinnen und diese ganze Clique, ich fand die so schrecklich. Ich fand das so schlimm. Oh, die will ich so schon gar nicht als Freunde haben. Auf der anderen Seite will ich auch nicht ständig diesen Autounfall haben oder sonst irgendwas. Deswegen kommt es da schon mal gar nicht in Frage, ob ich da leben möchte. Dann haben wir noch Elanos von Ursula Posnanski und hier geht es um Jonah. Jonah ist sehr intelligent und der hat eine Drohne, die Elanos heißt. Und ja, mit der fliegt er, also die fliegt er abends gerne mal durch die Gegend. Und da ist auch eine Kamera dran, die auch Geräusche aufnehmen kann. Und ja, da entdeckt Elanos eines Tages irgendwas, was Jonah lieber nie hätte sehen sollen. Ah, das ist aber auch so ein bisschen Drama, ne? Ich weiß nicht, ob ich auf dieser Schule leben möchte und in diesem Theater. Die Runde wird schwierig für die Kategorie, ich sag's euch. Denn letztendlich sind wir dem Universum egal. Fand ich so großartig. Hier geht es ja um A und A wacht jeden Morgen im Körper eines anderen Menschen auf. Die sind total unterschiedlich. Es ist immer nur das gleiche Alter, in dem Alter, wo A auch aktuell ist. Und A tritt halt irgendwann eines Tages auf Ryonen und ja, hat sich total verknallt irgendwie und will sie immer wiedersehen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man jeden Tag jemand anders ist. Dieses Leben möchte ich wirklich nicht führen. Also ganz ehrlich, da bin ich raus, das ist mir viel zu heftig. Aber ich liebe dieses Buch, ich könnte es niemals aus irgendeinem Regal verbannen. Das ist echt ein 5-Sterne-Buch von mir gewesen. Den Film fand ich jetzt nicht ganz so geil, aber dieses Buch werde ich auf jeden Fall auf eine einsame Insel mitnehmen. Also da gar keine Frage, ich will nicht drin leben, aber ich will es auch nicht loswerden. Gut, im Endeffekt bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich werde mit Jonah das Leben tauschen hier. Ich werde mit Elanos ein bisschen Spaß haben. Weil wenn das, was hier, wenn hier alles wieder vorbei ist, werde ich bestimmt ein schönes Leben haben. Deswegen werde ich in Elanos eintauchen. Und das, was ich von allen Regalen verbannen werde, ist, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Nicht, weil ich jetzt finde, dass es das verdient hat. Nein, auf keinen Fall, aber eins muss es ja sein und ich möchte nicht in diese Welt eintauchen, tut mir leid. Und für auf eine einsame Insel mitnehmen reicht es bei weitem auch nicht für mich. So ihr Lieben, das war Part 2 vom Book Nerd Game. Ich finde das einfach immer wieder lustig, auch wenn ich diesmal eher Bücher gezogen habe, wo ich gar nicht unbedingt in das Buch eintauchen wollen würde, wortwörtlich. Aber okay, so Sachen passieren. Vielleicht habt ihr ja auch das eine oder andere Buch nochmal neu entdeckt, was ich euch gezeigt habe, weil euch das vielleicht gar nicht so bekannt war. Aber ihr könnt mir gerne wie immer mal am Ende in die Kommentare schreiben, wie ihr entschieden hättet. Habe ich eins eurer Lieblingsbücher verbannt oder seht ihr einige Sachen genauso wie ich, dass ihr sagt, ja, in dieses Buch möchte ich auch unbedingt eintauchen und die Leben tauschen? Lasst es mich gerne wissen. Das war jetzt Part 2. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal einen dritten. Also ein paar Bücher habe ich noch drin und es kommen ja auch immer wieder neue Bücher dazu. Aber ich würde sagen, erstmal war es das. Schaut auf jeden Fall gerne auch bei Anka nochmal vorbei, die das Ganze ja ins Leben gerufen hat. Und auch gerne ruhig nochmal bei Teil 1, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann wünsche ich euch wie immer noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!